könnt es nicht fassen. Wir hatten so einen geilen Tag auf dem Wasser. Es war der Hammer. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Wir haben viel ausprobiert. Ja, doch letztendlich Swimbaits haben gefangen. Der hat auch einige gute Kratzer bekommen. Der war niegelnagelneu. Jetzt ist er schön eingeweiht worden von ein paar schönen Hechten. Finn hat auf Jerks auch gut gefangen. Genau, schön auf Jerks. Ein bisschen auf Swimbaits. Wie wir die genau fischen, das seht ihr natürlich gleich im Video. Genau. Mittagszeit ist immer eine schwierige Zeit. Haben wir gedacht, schleppen wir eine Runde. Aber da haben wir genau die richtige Taktik für euch, damit ihr auch in der Mittagszeit noch ordentlich Hechte fangt. Ja, das war echt Bombe. Also Bombentag. Zieht es euch einfach mal rein. Ne? Lasst euch überraschen. Ja. Da hinten wackeln die Schilfhalme. Immer noch. Könnt ihr selber mal gucken. Tobi kann gleich nochmal rüberschwenken. Da ist eben, ich würde sagen, 50 Jungfische aus dem Wasser gesprungen. Ich habe ein Jerkbait dran. Und da kommt jetzt mein Köder hin. Ich habe gerade nochmal geschneckt. Ey, Tobi, ganz schnell hin und her, dann verkürzt er seine Bahn. Einfach stehen gelassen, tang, hab nur von hinten schon die Flanke blitzen sehen. Oh, meine Lieben, ist auch wieder ein schöner Fisch. Boah, ich hab's gewusst. Jerkbait, Hammer. Ah, da haben wir ihn. Einen kleinen Flitzer, schön auf dem Buster-Jerk. Hat er schön in der Phase genommen, wo der Köder steht. Okay, das müssen wir jetzt mal mit einer Zange verarzten. Oh, ein Haken hat sich gerade gelöst. Der hat gerade zugebissen. Tobi hat gerade die Kamera ausgemacht. Ich kacke hier mein Wasser auf. Ist ein kleinerer. Ja, wir haben jetzt Ende Mai. Die Hechte haben abgeleicht. Man sieht das. Die Fische sind auch sehr schlank, die wir jetzt in den letzten Tagen gefangen haben. Jetzt hatten wir mal gutes Wetter und konnten raus zum Drehen. Wir befischen, wir suchen jetzt erstmal die Hechte. Das ist ganz, ganz wichtig im Mai, weil die Fische halten sich noch wirklich geballt an einigen Stellen auf. Wir haben das Glück, wir haben ja, uns so einen schönen Motor gemietet von Lake Fishing Denmark. Wir sind nämlich hier in Dänemark. Die haben, fast alle Boote sind super ausgestattet mit einem Frontmotor. Damit kann man sich ganz langsam an den Schilfkanten entlang arbeiten, das ist total klasse. Und dann gilt es halt, die Köder rauszufinden, auf welche Fische sie, warte mal kurz, auf welche Köder sie stehen. Wenn ihr also Hechte im Frühjahr sucht, dann kann es sein, dass sie nur auf ganz bestimmte Köder reagieren. Vielleicht mal auf Swimbaits, vielleicht mal auf Jerkbaits. Vielleicht aber auch mal nur so auf Minnows, die sehr doll flanken. Wir haben jetzt den ganzen Tag mit Minnows und so weiter gefischt, also mit schlanken Wobblern, die wir getwitcht haben, hatten kaum Bisse. Jetzt habe ich innerhalb von kürzester Zeit zwei Hechte und eine dicke Attacke gehabt, alle auf Jerkbait. Das ist ein Buster-Jerk, der eignet sich sehr gut zum Suchen, weil damit können wir wirklich viel Strecke machen und schnell fischen. Hier nochmal im Detail. Hat auch schon ein paar Bissspuren, relativ große Haken. Ich fische eine, ja, ich würde sagen 28er geflochtene. Das mag euch jetzt vielleicht ein bisschen heavy zu erscheinen, mache ich aber aus dem Grunde, weil ich sehr häufig auch mal ins Schilf reinwerfe und am Holz hängen und dann noch mal kurz einen Ruck geben kann. Da reißt mir nichts ab. Titanstange als Vorfach, ja, und der Rest erklärt sich von selbst. Gerät kann ich gleich noch mal erklären. Aber erstmal wollen wir den Hecht da hinten. Ich
fange jetzt hier vorne erstmal an. Man sieht, da sind Äste im Wasser. Und dann arbeite ich mich langsam vor zu diesem Schilf. Den Buster Jerk, das ist ein wunderschöner Köder. Man kann ihn man kann ihn ganz langsam jerken. Da hängt schon der erste. Oh, danke gesehen. Das ist ganz geil, weil den Buster Jerk kann man in verschiedenen Varianten führen. Man kann ihn so führen, dass er wirklich ganz gemütliche Zickzackkurse läuft. Oder man fischt ihn sehr schnell mit ganz aggressiv geführten Twitches hintereinander, also Jerks. Dann läuft er ganz kleine Zickzackkurven und am Ende pendelt er sich nochmal so aus und macht eine ganz lange Gleitphase. Und das ist ein Schlüsselreiz für viele Hechte. So, jetzt wollen wir da mal ein bisschen dichter ran. Das Ganze ist hier sehr leicht zu bedienen mit so einer Fernbedienung. Dann kommen wir auch auf unsere Wurfdistanz, weil ich glaube, bei dem Hecht haben wir maximal ein bis zwei Chancen. Ja, zum Jerken ist es besonders angenehm, wenn man eine etwas höhere Standfläche hat. Am liebsten noch mit ein bisschen weniger Bordwand. Aber das passt eigentlich. Hauptsache man hat eine erhöhte Position, weil man macht am besten die Schläge immer nach unten. Oder auch manchmal nach oben, also es ist unterschiedlich. Aber am einfachsten ist es und gemütlichsten ist es wirklich, die Rute in der Hand zu haben. Tschack. Deshalb sind Jerk-Routen eigentlich in der Regel auch immer sehr, sehr kurz. Das wirklich Schöne an so einer, an einer Baitcaster oder einer Multirolle, besonders wenn man so dicht an Struktur fischt, man kann wirklich sehr punktgenau werfen, weil man ein gutes Gefühl hat. Man kann schön mit dem Daumen den Köder abstoppen. Und das geht in der Stationär auch, aber ist ja nicht ganz so einfach mit Hand in die Schnur und ein bisschen abstoppen oder Bügel direkt umklappen. Ich bin eigentlich so Verfechter der Stationärrolle, aber jetzt so hier, das macht schon Laune. Ja, ähnlich wie Finn gerade erklärt hat beim Jerken, läuft im Prinzip sehr ähnlich ab. Man wirft aus, stoppt ab, ich kurbel ihn ein bisschen an und mache dann auch Schläge in die schlaffe Schnur rein und kurbel dabei aber wieder auf. So dass der Köder wirklich kurz abstoppt und dann flank zur Seite sich dreht, nach links und rechts ausschlägt. Man muss den Köder natürlich nicht twitchen oder jerken. Man kann ihn auch natürlich ganz normal einkurbeln. Dann hat er schön schlängeligen Lauf und schlängelt sich durchs Wasser. Also das funktioniert auch. Das muss man aber auch mal austesten, worauf die Hechte so ein bisschen stehen. Manchmal wollen sie ganz aggressiv flankende Köder, die wild zucken. Oder aber auch manchmal langsam lang schlängelnde Köder. Wir hatten jetzt eigentlich ganz gute Erfahrungen mit dem Twitchen und Jerken. Da hatten wir Attacken. Das Schöne ist, man kann wirklich, wenn man antwitscht und der Köder, der macht nicht so viel Strecke dabei, sondern macht wirklich viel Aktion an einem Punkt. Also man kann ruhig mal, so wie Finn das kurz meinte, mit den vielen kurzen Schlägen, dann zuckt der Köder wild auf einer Stelle rum und macht nicht so viel Strecke. Und ruhig immer mal Pausen machen, einfach ruhig mal stehen lassen, kann ruhig mal 2-3 Sekunden sein. Die Hechte sehen, dass der Köder wild flankt, denken, das ist ein verletzter Fisch. Dann bleibt der Köder stehen, der Fisch stehen, quasi die Beute. Und das nutzt der Hecht dann aus, um zuzuschlagen. Weil das ist natürlich viel leichter, als wenn der Köderfisch oder der Köder durch die Gegend tanzt. Soll natürlich alles verletzte und kranke Fische imitieren.
ja, also sehr häufig ist, besonders wenn man so dicht an Strukturen wie es im Schilf fischt. Die Hechte stehen mit der Schwanzflosse, quasi mit dem Heck im Schilf drin, mit dem Kopf raus, um natürlich irgendwie Fische, die am Schilf vorbeischwimmen, zu beobachten und Beute zu suchen. Und oft ist es so, wenn man den Köder auswirft und der kurz vor dem Schilf landet, dass man sehr oft die Bisse direkt bekommt. Weil man den Köder quasi direkt auf den Kopf wirft oder vor den Kopf des Hechtes. Schönen Fisch gerade gekriegt. Wollte euch gerade erklären, Finn wollte gerade auf Record drücken. Da steigt der Bursche hier ein. Also nicht nur die Jerks fangen, nein, auch die Swimbaits. Ach, da haben wir ihn. Sehr schön. Super. Hervorragend. Das war sogar jetzt, wie ich gerade meinte, ausgeworfen, zwei, dreimal angetwitscht und dann knallte der schon drauf. Schön. So wie man sehen kann, hat der Hecht an einigen Stellen deutliche Schrammen. Das kommt von dem Laichen noch. Wie Finn auch sagte, die Hechte sind jetzt gerade durch mit dem Laichen, obwohl das schon eigentlich ganz gut im Futter ist. Und halten sich hier noch relativ geballt in so flachen Buchten auf. Und ja, wie man sieht, die Schwanzflossen sind so ein bisschen, oder die Flossen sind so ein bisschen geschädigt an paar Stellen, aber keine Läuse oder Igel, also sind schon wieder aktiv am Raum, wie man sieht. Und gleich der nächste. Im Moment klappt es ganz gut hier auf dem Swimbait. Das passiert leider auch öfters, dass der Fisch die Haken nicht direkt im Maul sitzen, sondern auch mal außen. Na? Ach, ich glaube, da muss auch noch mal kurz die Zange ran. So. Das liegt daran, dass natürlich auch, wenn man twitcht, der Köder wild durch die Gegend zuckt und dann auch mal verfehlt wird. Also Fehlbisse, damit müsst ihr auch mal rechnen. Aber es hat geklappt diesmal. Wurde der jetzt gebissen? Der hat wieder direkt vorm Schilf gebissen. Okay. Und der Gute geht auch wieder zurück. Und weg ist er. Sehr schön. Na Finn, immer noch mit Jerkbait oder was? So voll, ich wusste, dass das jetzt. Lecker. Wir wollen jetzt die Mittagszeit ein bisschen überbrücken und nochmal eine Runde schleppen. Und da haben wir es für die ganz dicken Exemplare abgesehen und schleppen dementsprechend auch ganz dicke Köder. Vielleicht geht's ja auf, aber es ist nur eine Zeit. Wir haben jetzt eine Beißpause und haben gedacht, wir nutzen die einfach mal und setzen alles auf eine Karte. Vielleicht klappt's ja und wir schaffen es gleich, einen Meter Hecht zu fangen. Wäre jedenfalls super. Wer würde da schon so Nein zu sagen, ne? Was für eine Frage. Sag mal, wenn wir überhaupt einen beim Schleppen kriegen, ist das auch schon gut. Definitiv. Jetzt haben wir den ersten Fisch im Drill. Und zwar auf Tobis Riesenforelle. Und mit Chance haben wir hier jetzt wirklich einen großen Fisch. Wir müssen ein bisschen weiterfahren, damit wir uns nicht vertüdeln. Oh, der zieht aber ganz schön. Das ist auf jeden Fall ein dickerer Fisch.
Sag ja, 50% gehört der jetzt mir. Ne? Auf diese Forelle, ey. Das Ding lief 50 cm unter der Oberfläche, wir haben mitten auf dem See getrollt. Da also muss man sagen, der See ist auch nicht tiefer als 4 Meter. Oh. Dann kommt das Brettchen. Jetzt fahren wir eine Kurve hier. Ne? Also wir haben jetzt eine Rute reingeholt, die anderen lassen wir alle draußen. Und fahren einfach langsam weiter. Also wir haben auf jeden Fall hier einen wirklichen Fisch. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Meter plus ist. Das wäre dann fast mit Ankündigung von vorhin. Ja, wir haben ihn noch nicht gesehen. Länger wir haben ihn noch nicht gesehen. Da vorne kommt er jetzt. Und deutlich ein größerer Fisch. Der könnte aber auch... Ja, der wird gekäschert. Oh, was für ein Brocken ist das denn bitte? Oh. Ja, meine Köder scheinen einfach gut zu laufen hier, ne? Super, Petri. Oh Mann, ey, das ist schon ein dicker Fisch. Ja, zeig mal her. Oh. Markus! Warte, erstmal Bremse auf. Oh. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich habe selber noch nie mit dem Köder gefischt. Hervorragend. So, den nehmen wir jetzt mal raus. Jo, hier ist der Bursche mit dem Köder, auf den er gebissen hat. Ein auf jeden Fall feister Fisch. Auf Ansage ein großer Hecht beim Schleppen. Sehr schön, so überbrückt man auch gern die Mittagszeit. Wir messen den jetzt einfach mal und gucken mal an, was der hat. Schönes, schönes, schönes Ding. Ein Freiwasserhecht. Wir machen weiter. Wieder auf dem Swimbait. Ich dachte eben, auf dem Zeigpferner gebissen. Das Boot hat vielleicht doch zu viel Scheuchwirkung. Ich gucke gerade auf die Route. Schlägt aus. Ich gehe ran. Nächster Fisch. Grandios. Auf dem Swimbait, der läuft vielleicht... Der läuft noch nicht mal 10 cm unter der Oberfläche. Also wirklich keine Tauchschaufel. Ganz relativ kleines Ding. Ist auch kein so großer Hecht, wie Finn ihn hat. Aber er macht... Er wehrt sich. Natürlich jetzt fahren wir noch weiter. Bei der Fahrt ist natürlich noch extra Druck. Aber er kommt. Oh, schön. Hier ist Fisch dran. Hier ist ein dicker Fisch dran. Da ist ein ganz dicker... Oh, Tobi. Ja, was soll ich denn machen? Den, hallo. Nimm den rein. Oh, das andere ist ein dicker. Wir haben schon wieder einen. Wir haben schon... Okay. Okay, den haben wir. Okay, den haben wir. Oh, ganz Tobi, nimm sie schnell die nächste Route, bitte. Das Schwimmbad. Und zack. Und wir sind ja wohl durch hier den... Hechtschwanzlicht. Okay, und das scheint ein wirklich großer Fisch zu sein. Das ist auf den Game Fighter. Okay, warte mal, ich muss mal ausmachen. Wir müssen Setpoint. Wow! Ja, also wir sind gerade durch den Hecht-Hotspot gefahren, würde ich sagen. Also drei Fische jetzt innerhalb von 5 Minuten, noch nicht mal. Habt ihr gesehen, mein Kleiner gerade verarzt ist und das Schoss ging die nächste Rute ab. Und jetzt ist und das bestimmt ein Dicker. Ich will mal nicht sagen, aber wir haben eben den anderen nochmal nachgemessen, zusammen besser. Hatte knapp 90 gehabt. Ob das jetzt der Meter ist, schwer zu sagen, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Fisch. Sideplaner ist ab. Jetzt ist Vollkontakt angesagt. Schöner Fisch, geht immer wieder in die Bremse. Ab. Puh. Hammer Sache. Der ist auf jeden Fall ein Kämpfer. Dafür, dass die Laichzeit noch nicht lange vorbei ist. Muss man gucken, was du findest, ne?
Halleluja, ey. Ja, so eine Schlepppause, das nimmt man gerne. Mein lieber Scholli. Und das ist, also der ist ja wohl super genährt, also. Auch ramponiert, ey. Hat sich den einen Drilling voll reingezogen. Wir haben gerade ein bisschen getüdelt, haben es einfach gekappt. Und hintendurch, dass er sich nicht so stark verletzt. Ist alles gut gegangen, das heißt, wir können ihn auch schön zurücksetzen. Traumfisch. Traumfisch. Sehr schön. Und ein richtiger, starker Kämpfer. Und schwer ist er. Auf jeden Fall, wenn man ihn länger hält. So, der hat sich natürlich jetzt echt verausgabt. Halten wir einen Moment. Ich halte ihn hinten nochmal fest. Er bewegt sich schon. Ja, ohne Blessuren bleibt es nicht aus beim Hechtangeln, aber es lohnt sich. Ja, wir sind ein bisschen sprachlos gerade, aber wir werden auf jeden Fall noch mal gegen Abend noch mal werfen gehen. Wir schleppen jetzt einfach noch mal die Bahn zurück. Machen noch ein bisschen andere Köder raus, haben noch mal den Foreplay von Savage Gear ohne Tauchschaufel, weil die Fische jetzt wirklich alle, die Köder laufen 50, 40 cm flach. Über 3, 4 Meter tiefem Wasser, die Hechte kommen hoch. Das klappt wunderbar. Wir schleppen noch mal eine Runde hin und zurück und mal gucken, was gleich noch passiert. Also 2,90er mit dem kleinen 3 Fischen innerhalb von 10 Minuten, das ist der Wahnsinn. Also das haben wir auch noch nie erlebt. Ja, mal gucken, was noch passiert. Also, das läuft. Ja, das sind unsere großen Köder. Die schleppen wir an den Brettchen mit einem 14 Gramm Kopf. Ehrlich gesagt, hätte ich nie gedacht, dass ich sie jemals einsetzen werde. Ich weiß auch nicht, warum die in meiner Köderbox liegen. Aber unglaublich. Jetzt einfach mal so auf Verdacht dran gemacht und rums. Es hat funktioniert. Wir hängen jetzt noch mal einen zweiten rein, einen etwas kontrastreicheren. Ja, aber hoffen, dass die uns jetzt auch noch einen fetten Fisch bringen, ne? Was ist denn hier drauf? Der Foreplay, Savage Gear Foreplay. Gerade alle Routen neu gemacht. Gerade eben. Vor 2 Sekunden neu gemacht. Und noch nicht mal mit der letzten Route fertig und schon beißt hier der nächste beim Schleppen. Oh, ich werde noch mal verrückt. Das kann doch nicht angehen. Hammer. Das ist der Bursche. Auch total geflattert. Unten da. Von der Schonzeit. Gut, den setzen wir mal wieder rein. Von der Leichtzeit. Oh. Auf den Savage Gear Foreplay. Ohne Tauchschaufel. Direkt weggejankert das Ding. Wahnsinn. Hammer. So, wir sind wieder an der Schilfkante zum Werfen. Wir haben die Mittagszeit gut mit dem Schleppen überbrücken können. Wirklich 2 Fische über 90 gefangen. 4 weitere, 4 kleinere noch gehabt. Also bombenmäßig. Jetzt wollen wir wieder ein bisschen werfen. Und sind an der alten Stelle wie vorhin, wo wir die Fische schon hatten. Und mal gucken, was das noch kommt. So, der Gang ist eingelegt. Wir sind wieder auf dem Weg nach Hause. Haben wir nochmal das Schiff abgefischt, hat leider keinen Fisch mehr gegeben, aber wir können vollends zufrieden sein. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Infos und Tipps mitnehmen, wie man am Ende Mai schöne Hechte fangen kann im Flachen und auch zur Mittagszeit. Also ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. And me too.